Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Epidemie-Box von Schattenmann. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Epidemie von Schattenmann, das Ganze am Freitag, den 5. Juli, erschienen. Wir haben hier eine recht flache, kompakte Box. Wir werden mal die Folie abmachen und uns dann im Detail ansehen. So, einmal eingeschnitten, können wir das Ganze ablösen. Und so sieht das Ganze dann aus. Hier oben haben wir den Schriftzug der Band Schattenmann. Dann haben wir hier ein Auge in Nahaufnahme. Also hier sehen wir wirklich jede Wimper, jedes Härchen einzeln. Und dann hier das Auge in Grün. Also das, was normalerweise ja weiß ist, das Augenweiß, hier so in Grün gehalten. Und statt einem Augapfel, statt einer Iris, haben wir dann hier das Zeichen für biologische Kampfstoffe. Also man kennt das so von Biowaffen, dieses Zeichen, oder von Labors vielleicht noch, dass hier irgendwie Gefahr ist. Gefällt mir richtig gut. Und darunter lesen wir noch Epidemie. Wobei das E hier wie so eine Mondsichel gehalten ist. Sieht echt mächtig aus, das Cover. Hier unten lesen wir noch Schattenmann, Epidemie und AFM Records, das Label, über das das erschienen ist. Und hier dann noch die Katalognummer. Rechts nochmal dieses Bio-Zeichen. Oben ebenfalls. Links nochmal Interpret plus Albumtitel. Und auf der Rückseite haben wir dann auch wieder in Neongrün dieses Logo hier. Und dann auf Englisch: This Limited Box Set Contains. Also was befindet sich in der Box? Einmal die Gepäck-CD, das Album, Schattenmann Dogtag, also eine Halskette wahrscheinlich mit einem Dogtag, mit so einer Hundemarke, Neon Paint Glow Stick, Two Sticks Green and Blue, also zwei so Neonstifte mit grün und blauer Farbe, UV Lamp Keychain, also eine UV-Lampe als Schlüsselanhänger, eine signierte Autogrammkarte und ein Sticker. Dann haben wir zum Abschluss noch die Credits und einen Barcode. So, das Ganze ist zum Aufklappen. Dann schauen wir mal hinein. Okay, also das dürften auf jeden Fall mal diese zwei Neonstifte sein. Dann haben wir das Album im Digipack. Die Hundemarke. Ich bin mir nicht sicher, ob das der Sticker ist. Dann dieser Schlüsselanhänger. Und die Autogrammkarte. Von innen die Box in weiß gehalten. Packen wir mal zur Seite. Und nachdem hier das Album und die Hundemarke noch in Folie sind, werden wir das hier mal befreien. So. Gut, wir starten wie immer mit dem Album an sich. Bevor wir die Folie hier wegschmeißen, haben wir dann hier noch eine Info. Und zwar haben wir hier einen Sticker, und was lesen wir hier? Die Tourdaten zur... Fokus wäre auch irgendwie von Vorteil. So, aber jetzt die Tourdaten zur Epidemie-Tour 2019. Die startet hier am 2. Oktober und geht bis zum 16. November. Spielt sich hier in Deutschland ab, und einen Tourstop gibt es dann auch noch in der Schweiz. Okay, also wenn ihr Schattenmann live sehen möchtet, dort habt ihr die Möglichkeit. So, jetzt kommen wir zum Album. Das Ganze kommt in einem Digipack. Es ist das zweite Album von Schattenmann. Cover, ja, wie auf der Box. Hier lesen wir dann auch wieder auf der Seite Schattenmann Epidemie. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Tracks an der Zahl. Hier gibt es dann auch wieder dieses Logo und dann hier unten noch einen Barcode. Dann schauen wir mal hinein. Auch hier wieder dieses Bio-Logo und rechts dann die Band. Also hier könnt ihr einen Eindruck davon bekommen, was passiert, wenn man diese Stifte hier verwendet. Also ihr kennt das vielleicht so von
Clubs oder von sonstigen Partys. Da gibt es solche Stifte, denen kann man sich dann anmalen und speziell dann unter UV-Licht in der Disco sieht man das dann besonders kräftig hier. So sieht das dann aus. Dann kommen wir zum Innenleben. Wir haben hier einmal rechts in dieser Stecktasche das Booklet. Schauen wir mal rein. So sieht das aus. Also hier der Sänger Frank. Dann hier der erste Track, Schattenland mit Lyrics. Das gefällt mir gut. Hier ist halt auch noch vermerkt, wer für Musik und Text verantwortlich ist. Aber vor allem, dass man die Lyrics hier reingepackt hat, das ist immer sehr schön. Gefällt mir gut, wenn man hier die Lyrics mitmacht. Luke. Weiterer Track. Okay. AN. Gut, das ist... Beziehungsweise nein, natürlich nicht AN. Ich gehe mal davon aus, ja. Das ist ein kleiner Druckfehler, denn das J hat hier etwas gelitten. Das ist hier in der Mitte schwarz. Also, der gute Mann heißt natürlich Jan. Ich dachte mir gerade, AN, das passt nicht so ganz. Nein, Jan. Weiterer Track. Nils. Okay, dann geht es hier dann weiter mit Lyrics. Wie ihr sehen könnt, sehr, sehr textlastiges Booklet. Und zum Abschluss gibt es dann hier noch eine große Danksagung und dann hier noch im Detail die einzelnen vier Bandmitglieder, bei wem sie sich bedanken. Und dann hier noch die Credits zum Album. Gut, alles, was man braucht. Dann haben wir die Album-CD. Die sieht so aus. Also auch hier wieder dieses Bio-Logo und auf der Rückseite dann hier nochmal das Auge. Schön gemacht. So, Digipack zur Seite. Dann haben wir diese beiden Stifte. Die sind echt groß, hätte ich nicht gedacht. Und vor allem auch dick. Wir haben hier vorne so eine Plastikkappe, die man dann wohl abnehmen kann. Dann kommt hier die Stiftspitze zum Vorschein. Was lesen wir denn hier noch? Made in the UK Paint Glow Neon UV Face Paint Stick. Okay, das Ganze ist dann hier auch noch mit einem Barcode versehen. Okay, und hinten kann man dann drehen, um diese Flüssigkeit oder um das Ganze dann eben zu aktivieren. Also wenn der dann nicht mehr schreiben sollte, dann dreht man hier hinten und dann kann man damit dann weiterarbeiten. Ne? So, dann haben wir einmal diesen quadratischen, sollte glaube ich der Sticker sein. Also ich glaube, das ist mehr ein Kärtchen als ein Sticker. Hier haben wir einmal wieder die Tourdaten und die Band. Und auf der Rückseite nochmal das Cover, inklusive Info des Labels und des Vertriebs. Und natürlich auch die Homepage hier vom Label und von Schattenmann. Dann haben wir mit dabei eine Autogrammkarte. Hier nochmal die vier Herrschaften abgebildet. Und alle vier haben es tatsächlich geschafft, hier mit silbernem Stift zu unterschreiben. Sehr schön. Also unterschriebene Autogrammkarte im Querformat. Und auf der Rückseite nochmal im Hochformat hier die Band mit ihren Social Media Auftritten. So muss das sein. Dann haben wir eine Halskette. Genau, wie erwartet. Hier ist einmal diese Hundemarke, wie man es kennt von Soldaten. Hier lesen wir einmal Schattenmann. Das Ganze ist hier eingeprägt. Hundemarke in Schwarz. Und auf der Rückseite lesen wir noch Epidemie. Das Ganze kommt in so einer regulären Halskette. Und wir haben dann, wo haben wir es? Hier. Hier dann noch den Verschluss. Also hiermit kann man das Ganze dann natürlich öffnen und schließen. Okay. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch diesen hier. Und zwar ist das so ein kleiner Schlüsselanhänger. Also hier so ein Schlüsselring mit diesem kleinen Lämpchen hier. Und hier kann man dann, genau, das UV-Licht aktivieren. Sieht natürlich jetzt in dem Licht nicht ganz so aus, aber ja, genau, hier sieht man es, das ist blau. Bedeutet, mit diesem Licht kann man dann unter anderem diese Neon, diese UV-Stifte hier dann sichtbar machen, aber auch andere Sachen, zum Beispiel Geldscheine prüfen und so weiter und so weiter. Ich glaube, ihr werdet schon einen Verwendungszweck dafür finden. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal eben gezeigt der Schlüsselanhänger mit diesem UV-Licht. Dann diese Hundemarke hier, beidseitig bedruckt, also so eingestanzt, mit Halskette natürlich, diese Hundemarke. Dann die beiden Stifte hier, diese UV-Stifte, einmal blau, einmal grün.
Dann die unterschriebene Autogrammkarte im Querformat, dieser Tourflyer sowie natürlich das Album an sich im Digipack inklusive 12 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Epidemie von Schattenmann. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Schattenmann unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.